Dafür brauchen wir sowas wie eine Ableitung. Wir haben ja jetzt gesprochen von Funktionen von einer regulären Fläche in eine andere. Und wenn man irgendwas differenzieren kann, also wir gehen davon aus, dass das glatt ist, dann kannten wir das bisher ja immer, dass man dann auch sowas wie eine Ableitung hat. Und das haben wir jetzt noch gar nicht. Wir haben zwar die Möglichkeit zu entscheiden, ob so eine Abbildung differenzierbar ist oder nicht, aber was wäre denn jetzt eigentlich die Ableitung? Das möchte ich jetzt mal motivieren, wie man da drauf kommt. Wir greifen uns einen Punkt aus der Fläche raus und stellen uns vor, dass dadurch eine Kurve läuft. Also ich male vielleicht mal so ein Bild. Wir haben hier unsere Fläche. Das ist S1. Da greifen wir uns einen Punkt raus und durch den Punkt läuft eine Kurve. Also das ist P und das ist eine Kurve Alpha. Also Alpha ist eine Kurve, definiert auf einem Intervall I, die läuft in S1 lang und zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, Alpha von T0, trifft sie den Punkt P. So, und uns geht es ja um dieses Phi. Was macht Phi? Phi bildet den ganzen Krams auf eine andere Fläche ab, S2. Zu P gehört ein Bildpunkt, Phi von P, da wird P hin abgebildet. Und zu Alpha gehört eine Bildkurve, also hier läuft irgendeine Kurve durch, die nenne ich mal Beta. Also Beta ist die Kurve, die ich bekomme, wenn ich Phi und Alpha komponiere. Also ganz simpel, jeder Punkt, der hier auf Alpha liegt, wird durch Phi auf irgendeinen Punkt hier übertragen und dann bekomme ich natürlich, weil das alles glatt ist, hier auch eine Kurve. So, und jetzt möchte ich mal Folgendes machen. Ich möchte an dieser Stelle hier den Geschwindigkeitsvektor ausrechnen. Also das wäre Beta' von T0. Und hier drüben könnte ich natürlich auch den Geschwindigkeitsvektor ausrechnen. Das wäre Alpha' von T0. Die beiden liegen in der Tangentialebene, das wissen wir ja schon. Aber ich will es jetzt wirklich mal ausrechnen. Das ist nicht so schlimm, aber ein bisschen Schreibarbeit. Also das hier möchte ich ausrechnen, Beta', den Geschwindigkeitsvektor von meiner Kurve Beta rechts an der Stelle T0. Also da, wo die Kurve durch Phi von P geht. Wenn ich die Definition dafür hinschreibe für Ableitung, dann ist das der Limes von t gegen t0 von Beta t minus Beta t0 durch t minus t0. Und Beta steht ja hier noch, ist Phi komponiert mit Alpha, das heißt, das ist der Limes von t gegen t0 von Phi von Alpha von t minus Phi von Alpha von t0. Durch t minus t0. So, und jetzt wende ich an, dass Phi ja eine glatte Funktion ist, betrachtet in einer umfassenden offenen Menge. Das heißt, ich schummel jetzt ein bisschen, denn wir wissen ja gar nicht, ob es das gibt. Aber ich hatte ja gesagt, ich will das auch nur mal informell einführen. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten eine Funktion Phi, die nicht nur auf S1 definiert wäre, sondern drumherum auch noch, dann könnten Sie Phi jetzt ganz normal ableiten und hätten die Ableitung von dem Ding, das wäre sowas wie D von Phi an der Stelle P. Und für das, was hier steht, kann ich dann ja schreiben Alpha von T minus Alpha von T0. Das ist ja gerade die Definition von Ableitung, dass ich, wenn ich nah genug bei T0 bin, diese Differenz durch das hier ersetzen kann. Denken Sie daran, das, was hier links vom Multiplikationszeichen steht, ist eine Matrix, die Jacobi-Matrix. Also ich wiederhole nochmal, das ist im Prinzip geschummelt, weil Phi eventuell um S1 rum gar nicht definiert ist, aber wenn es so wäre, könnte man das so hinschreiben. Und jetzt kann ich das Ganze noch ein bisschen weiter umformen. Das ist einfach ein skalarer Faktor, 1 durch T minus T0. Und das kann ich jetzt nochmal ganz nach vorne ziehen, weil es nicht von T abhängt. Das heißt, ich habe hier meine Matrix mal diesen Grenzwert hier. Und jetzt sehen Sie, dass das, was hier steht, dieser Grenzwert einfach die Ableitung von Alpha ist. Das heißt, ich habe hier meine Ableitung mal die Ableitung von Alpha an der Stelle T0. Das Entscheidende, was ich da jetzt ausgerechnet habe, ist unter der vereinfachten Annahme, die ich eben hatte, dass ich den Geschwindigkeitsvektor von Beta ausrechnen kann als eine lineare Abbildung angewendet auf Alpha, auf den Geschwindigkeitsvektor von Alpha. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, als würden die Geschwindigkeitsvektoren, die hier liegen, nach hier transportiert werden. Und die Geschwindigkeitsvektoren, die hier liegen, das sind ja genau die Vektoren, die in der Tangentialebene liegen. Das heißt, ich habe eine Abbildung, die durch Phi entstanden ist,
die Vektoren, die in dieser Tangentialebene liegen, auf Vektoren in dieser Tangentialebene abbildet. Wenn man das jetzt mathematisch korrekt machen würde, dürfte man diese ganze Rechnung hier nicht machen, weil ich dieses d-phi gar nicht ausrechnen kann, aber man würde trotzdem so eine lineare Abbildung bekommen, mit der man das machen kann. Und diese lineare Abbildung, für die schreibt man dann beliebige lineare Abbildung von der einen Tangentialebene in die andere, schreibt man als, sieht so ähnlich aus wie die Jacobi-Matrix, man schreibt so ein d und schreibt da unten den Punkt dran an der Stelle, wo man das ausgerechnet hat. Ansonsten sieht das so aus wie das, was wir auch für die Jacobi-Matrix geschrieben haben. Und da setzt man dann irgendeinen Punkt ein. Also hier wäre der Punkt V, den man da eingesetzt hätte. Also ich versuche das nochmal in dieses Bild reinzuschmieren, was wir da gemacht haben. Wir haben hier im Punkt P die Tangentialebene. Und hier im Punkt Phi von P haben wir auch eine Tangentialebene. Und ich habe angefangen mit einer Abbildung Phi und dadurch bekomme ich eine neue Abbildung von der blauen Ebene links auf die blaue Ebene rechts. Das ist eine lineare Abbildung. Das nennt man dann die Ableitung an dieser Stelle und für die schreibt man dp Phi. Und entscheidend ist, die bildet Vektoren aus der Tangentialebene auf Vektoren aus der anderen Tangentialebene ab. Also es ist eine lineare Abbildung, genau wie die konventionelle Ableitung, die wir schon kennengelernt haben, auch eine lineare Abbildung ist. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen für. Man sagt manchmal einfach Ableitung dazu. Manchmal sagt man Differential dazu. Und man sagt manchmal auch gerade in abstrakteren Zusammenhängen Push-Forward dazu. Also wenn Sie sich dann mit weitergehender Differentialgeometrie beschäftigen, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Relativitätstheorie und so, dann nennt man diese Abbildung Push-Forward. Das Wichtigste, was man sich eigentlich merken muss, ist, Tangentialvektoren werden auf Tangentialvektoren abgebildet und das ist eine lineare Abbildung. Was man sich vielleicht auch noch merken sollte, ist, dass meine Herleitung hier mathematisch nicht korrekt ist, aber als Motivation vielleicht ganz gut geeignet.